Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. So, das letzte Mal wieder mal gegen unseren Ernstfeind, den Warbot, verloren. Naja, aber wieder gut gemacht, gegen den King. Nelebrin Scout als nächstes. Ähnlich hartnäckiger Gegner, ähnlich hässliche Fähigkeit. Wobei, seine Fähigkeit ist bei meinem Deck eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil meine Kreaturen groß werden können. Naja, schauen wir mal. Killerhäschen gegen Bogenschütze. Los geht's. Und er darf anfangen. Bäh. Ja, ja, ja. Okay, keine gute Hand, aber... Oh, das ist sogar mal so schlecht. Das hätte ich auch gern. Das verflucht. Oh, ich krieg plus eins. Unfair. Ach, ob das gut ist gegen den... Gut, noch habe ich kein Artefakt draußen. Immer noch plus zwei. Das ist blöd, ich habe keinen Mechanismus, um die größer zu machen. Super. Random Troop. Wild Root Dancer. Oh, das ist gut. Ja, und ich kriege auch mal ein wenig mehr. Schön. Dann mache ich mir gleich Puck groß. Dann greife ich mit Puck auch direkt an. Oh. Ja. Mist. Na, super. Puh, da kommen einige Sachen auf mich zu. Das wäre eigentlich auch eine gute Karte für mich. Shit. Sag bloß, die hat überlebt. Bei dem man alle, bis auf die... Okay, bei mir bloß die 1-1 überlebt. Jawohl. Ich überlege gerade, was ich da machen soll. Ich könnte den Kolossus töten, indem ich die als 7-7 rauskommen lasse und Crackling Sprout dann wirke. Das geht aber nicht sofort. Aber es ist zumindest ein Plan. Es ist ein Plan. Na gut. Ach, kann der nicht mal bei mir auch die Karten wegmachen? Das ist doch lästig. Do your hand. Okay, ich muss es dauerhaft vernichten. Das Crush hat, muss ich es wirklich dauerhaft vernichten. Tja, zu spät. Alles zu spät. Wobei nicht gern. Doch, es sind so viele Crusher. Und besonders der mit Unsterblichkeit.
Ja. Ja. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, was da geht. Diese Unsterblichkeit ist unfair. Was? Ja, oh nein. Wen hat er da ausgewählt? So. Ja. Du? Na? Na? Ja, geht doch. Du blockst den. Er hat Crush, also darf nichts durchkommen. Du musst den blocken. Oh, wobei, es darf was durchkommen. Und du den. Ja. Block. Ja. Was? Den? Oh. Und er hat Wachsamkeit. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Dass da das reinkommt. So krass. Tja. Ähnlich wie der Warbot. Na, kann ich aufgeben. Komm, GG. So, der nächste. Paladin auf Nagan kann böse enden. Muss aber nicht. Also gegen diese Massenremoval null Chancen zu haben mit fast jedem Deck. Das ist doch... Ich weiß nicht, was meint ihr? Das ist doch unbalanced, oder? Ich würde sowas so bezeichnen. Naja. Das ist hingegen interessant. Bevor mein Gegner dran ist, habe ich schon mal 3 Ressourcen. Und da er nichts gespielt hat, ist das super. Dann kommst du direkt mal ins Spiel. Push diese Karte. Also kann ich noch einen Howling Brave spielen. Im nächsten Zug wird der Paladin angegriffen. Oder? Okay, das nützt nur dir was, wenn du Leben bekommst. Weil du bekommst gerade kein Leben. Das ist hocherotisch. Den Sprite extra stärker machen. So, Paladin auf Nagan hat Auto Lose gezogen, weil... Sobald er gleich am Anfang so viel Leben hinten ist, geht seine OP-Fähigkeit gar nicht mehr und dann, was will er noch machen? Da, sogar in Form von einer Karte, bringt alles nichts mehr. Alles useless. Der Sprite macht ihn fertig. Ich hätte sogar mit allen angreifen können. Vielleicht beim nächsten Mal. Tja, er kann nicht mal mehr angreifen. Er kann nichts mehr machen. Ich habe extra den Reaktorbot gestärkt, weil dann wird er ihn blocken. Ach ja, beim letzten Mal hatten wir gegen den Scout hatten wir auch eine Challenge. Heißt, wir können auf jeden Fall nicht damit zählen oder darauf zählen, dass wir noch einen Bonus bekommen für den Endboss. Schade.
Aber nicht zwingend notwendig. It depends. Auf die Art des Gegners. Mhm, das ist eine interessante Hand. Die zwei Induktorenkoptere können sehr starken Damage raushauen in Kombination. Mit dem Sprite. Oh, das geht ab. Fliegende Macht. Auch ohne, dass ich sie stärke, sind sie stark. Aber ich glaube, Puck ist besser. Vielleicht kommt da noch was Geiles. Ist vielleicht dieses Zeichen ein Unique-Zeichen? Legendary? Ich dachte mir, das ist Steadfast. Habe ich nie drauf geachtet, glaube ich. Weil ich selten Uniques hatte. Vielleicht blockt er ja nicht. Wenn er blockt, soll es mir recht sein. Gut. Weil Living Totem ist, glaube ich, ein starker Gegner. Das ist gut. Noch ein Puck. Interessant. Brauche ich noch einen Puck? Oder noch einen Induktorkopter? Ich glaube noch einen Puck. Weil dadurch wird der Einsatz der Fähigkeit gleich noch besser. Vielleicht kriege ich ja noch eine Ressource. Dann kann ich die beiden spielen und gleich pushen. Ah ja. So eine Techie-Card. Ah, auch interessant. Machen wir es einfach so. Reicht vollkommen. Honeycap. Fehlt mir noch in der Sammlung. Ich glaube, das ist jetzt auch zu Ende mit Zodiac Shaman. Shaman King werde ich werden. Oh. Naja. Angriff, mit allen. Oh. Das habe ich gar nicht so gedacht. Dass ich sogar gewinne damit. Das war positiv überraschend. Ah, am Ende nochmal so ein normalerweise chilligen Gegner. Construct Foreman ist so ein Gegner, den ich gerne sehe. Der ist immer witzig, der lässt mich viel Karten ziehen. Okay. Alles cool. Die Hand ist jetzt. Aber deswegen mag ich ihn ja. Selbst mit einer Hand, da kann man darauf hoffen, dass er mich noch ein bisschen bessere Sachen ziehen lässt. Ich würde gerne Poker einsetzen, um vielleicht Dreamstack oder sowas zu ziehen. Oder irgendwas anderes Nützliches. Aber er wollte nicht. Er wollte mich nicht lassen. Oh nee. Jetzt hat er ihn geklaut. Jetzt hat er den eiskalt geklaut. Es
so kann er mich locker besiegen. Wenn er nochmal diese Karte hätte, dann GG. Okay, den kann ich auf jeden Fall aufhalten. Das ist schon mal gut. Da muss ich aber aufpassen, was ich jetzt alles spiele. Also erstmal verstärke ich die. Ganz klar. Dann angreifen. Auch ganz klar. Ich brauche die Charges. Na gut, ja. Dann kann ich noch einspielen. Wichtig ist nur, dass ich genügend Ressourcen für den Crackling Sprout habe. Um zu überraschen, falls er mich angreift. Und er tut es. Okay. Block. Block. Ja, dann kann ich nicht blocken. Der ist zum Glück mickrig, weil ich keine Handkarten habe. Ja, lass mich ruhig ziehen. Ja, mehr. Oh, ich kann alles spielen. blockst du nicht? Tja, dann. GG. So kann man die KI auch umgehen. Princess Cory, hallo. Ja, mit dem Deck habe ich gegen dich noch nicht gespielt. Da bin ich selbst gespannt, wie gegen Princess Cory das alles abläuft. Besonders, da ich jetzt Zweiter bin. Ah, ich hasse es, als Zweiter gegen einen Boss anzutreten. Aber ich glaube, so eine Coin-Mechanismus... War das hier? Nein, das war bei Spellweaver. Ah, falscher Text. Ah, Holding Brave wird umgewandelt. Will ich das? Oh, warum nicht? Ist jetzt nicht schlimm. Princess Victoria. Lifetrain. Das ist jetzt wiederum... Nee. So, jetzt kommt Princess Cory mit seiner Fähigkeit und wandelt mein Howling Brave in was um? The audience getting restless. Nothing? Doch. into your hand. Meh. Standardressourcen brauche ich. Aber habe ich eigentlich genug. Mist. Wobei, kann ich nicht unbedingt behaupten, dass ich genug habe. Ich habe sie gleich wieder aufgebraucht. Oh. Das ist interessant. Ah, nee. Mit dieser Spielerei fange ich gar nicht erst an. Ich brauche nämlich den White Root Dancer so früh wie möglich draußen. Und das bedeutet jetzt. Kostet auch noch eins. Nee. Da hole ich lieber noch eine Kreatur raus. 7 Schaden. Gleich gezogen. Okay. Ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Oh, Honeycap. Damit habe ich eine Bedrohung draußen.
Ich hätte. Kann ich noch? Gehen lassen? Geht sogar. Aha, ein Wildchat. Für den nächsten Zug von Wild Root Dancer. Sehr nice. Machen wir Puckgröße. Und alle noch dazu. So, Angriff. Angriff. Wenn er irgendwas blockt, habe ich immer noch eine Möglichkeit. Oder ich lasse es einfach in dem Fall. Kein Problem damit. So, mein Freund, Princess Cory. Das ist zwar jetzt 5 Ressourcen, aber machst du was draus? Nope. Schön. Dann GG. Ja, das war doch wunderbar. Wunderbares Ende. Okay, wunderbar. Ach, zweimal diese Gegner mit den Mass-Removal-Fähigkeiten. Ärgerlich, aber naja. Wie? Sonst nix? Nichts zum Runterziehen? Naja, okay. Schönes Gold, nochmal durch den Bonus, durch die Festivitäten, die gerade laufen, kriegt man ja ungefähr doppelt so viel Gold in der Arena. Aber naja. Na gut, dann, das war der 100. Part schon. Muss man schon mal sagen, ist gar nicht mehr so schlecht hier, 100 Parts. Nur Frostarena. Aber ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal Sommerpause mit diesem Spiel und lassen die etwas entwickeln. Jetzt demnächst, in den nächsten Tagen, kommt ja, wie man hier sehen kann, hier Armies of Myth Launch. Bedeutet, Set 3 wird rausgebracht. Aktuell ist ja Set 1 und 2 zu kaufen als Booster Packs. Set 3 kommt dann und danach wurde angekündigt, machen sie sich endlich an das Versprochene, an das vielleicht 90% der Spieler, die dieses Spiel verfolgen, eigentlich warten, nämlich den PvE-Teil. Die Kampagne soll kommen, Dungeons, vielleicht Raids, Gilden, was weiß ich, was da alles kommen soll. Die haben auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel versprochen. Das Spiel ist, würde ich mal sagen, eine frühe Alpha. Es ist nicht Open Beta, es ist eine frühe Alpha vom Stand der Dinge. Gut, technisch läuft's. Mehr oder weniger. Manchmal gibt's Bugs, wie bei diesem Nebulines Scout, wo meine Karten auf dem Feld bleiben. Aber ansonsten ist es doch eigentlich funktionabel, dieses Spiel. Problematisch ist noch bei Hex, dass die sich mit Wizard of the Coast, die Magic the Gathering vertreten, beziehungsweise Hasbro, in einem Gerichtsstreit befinden. Also, weil Wizard of the Coast meint, hier, da wurde doch ein bisschen viel von Magic abgekupfert. Und, persönlich, ich kann das nachvollziehen. Ja, Hex ist nichts anderes als Magic. Vom Spielprinzip. Da ist das mit den Shards ist zwar ein nettes System, aber ansonsten, selbst die Fähigkeiten sind ähnlich. Oder da ist nichts Neues dabei. Gut. Es ist natürlich ein anderes Setting. Hier Shinare ist was Neues und so. Da haben sie schon ein paar neue Sachen gemacht. Aber erst mit dem richtigen PvE-Teil kommt das Alleinstellungsmerkmal meiner Meinung nach. Aber bis es kommt, machen wir jetzt Pause. Sommerpause also bei Hex. Und dafür kommt von Wizard of the Coast Magic the Gathering. Und zwar in einem Free-to-Play-Format, nämlich Magic Duels Origins. Die jährliche Duels-Reihe, Duels of the Planeswalker, die auch bei mir immer lief, also 2014 und 2015 hatte ich bei mir laufen. Die wird jetzt in einem Free-to-Play-Format gebracht. Was bedeutet, ab sofort kommt statt Hex Magic Duels Origins. In dem Free-to-Play-Format werden laut Wizards of the Coast alle 3 Monaten mindestens ein Update geliefert, in dem neuer Content kommt, weil alle 3 Monaten hatten auch in allen 3 Monaten dieses Spiel, also Magic the Gathering, ein neues Kartenset bekommt und gleich wird auch bei
dem Free-to-Play Magic Duels Origins auch da immer ein neues Set rausgebracht. Interessant ist bei, was Magic Duels Origins gegenüber Hexen noch im Vorteil hat. Two at a Giant. 2 gegen 2 Modus. Das wird auch wieder interessant. Der fehlte ja bei der 2015er Version von Duels of the Planeswalkers. Aber jetzt ist er wieder dabei. Da wird es ein paar spannende Matches geben. Ich kann mich noch erinnern, eine Aufnahme, eine Stunde hat ein Match gedauert. Eine Stunde. Das war ein Hin und Her. Ein packender Kampf. Und ich glaube, ich habe es nicht mal aufgenommen. Im Nachhinein. Oh, okay. Sobald Hex wieder neuen Content gebracht hat, der für mich interessant ist, außerhalb der Frost Arena, die haben wir jetzt mit 100 Parts und sehr vielen verschiedenen Decks jetzt gut durchgespielt. Sobald es da was Neues gibt, werde ich mich wieder melden, werdet ihr es auf meinem Kanal sehen und hoffentlich werdet ihr begeistert wieder zuschauen können und euch wieder erinnern können, Hex, da war ja mal was. Schauen wir doch selbst nochmal nach, was da drin vor sich geht. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.